Hallo zusammen! Ja, wie ihr wahrscheinlich schon unschwer erkennen könnt, befinden wir uns heute mal vor einem komplett anderen Hintergrund. Es ist so, dass ich den letzten Hintergrund, den ich sonst immer hatte, etwas zu steril jetzt fand, gerade jetzt, wo der Herbst angefangen hat. Und ich habe mir irgendwie ein bisschen was Gemütlicheres gewünscht. Und ja, da ich eigentlich finde, dass mein Schlafzimmer ziemlich gemütlich aussieht, auch mit Lichterkette und so, habe ich mir gedacht, gönne ich euch auch mal einen privateren Einblick, ja, in mein Schlafzimmer und filme jetzt hier. Ihr müsst mir sagen, ob euch das gefällt, ob ihr euch auch vorstellen könnt, so weiterhin meine Videos zu sehen, was ich natürlich sehr hoffe. Ich würde sagen, versuchen wir es einfach mal und starten direkt mit einem kleinen, aber feinen Hair-Tutorial so zum Ausprobieren der neuen Perspektive. Ja, Leute mit so dünnen Haaren wie ich werden es kennen. Wenn man sich nämlich einen Dutt macht, sieht der dann meistens so aus. Total komisch, unvoluminös und hochstehend wie so eine Antenne und irgendwie einfach absolut nicht schön. Aber zum Glück gibt es ja für alles eine Lösung und Frau kann ein bisschen schummeln. Alles, was wir dafür brauchen, ist einfach nur ein normales Haargummi, ein paar Bobbypins. Ich habe jetzt hier 5 Stück, da muss man halt gucken, wie viele man braucht. Und, das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis, ein Duttkissen. Ja, und alles, was man dann macht, ist erstmal, sich einen Pferdeschwanz zu machen, auf der Höhe, wo man halt den Dutt haben möchte. Dann nehmen wir das Duttkissen, oder Donut, und ziehen dann den Pferdeschwanz hier durch. Und dann haben wir das erstmal wie so ein dickes Haargummi um den Pferdeschwanz drum. Und dann machen wir es einfach so, dass wir unsere Haare rund um diesen Donut legen. Dann braucht man den nur noch mit ein paar Bobbypins fixieren und dann sind wir schon fertig. So, meine Lieben, das ist schon das ganze Geheimnis von unserem voluminösen Dutt. Er ist mir jetzt heute, sage ich mal, nicht so gut gelungen, Vorführeffekt halt. Aber ich finde, selbst dafür, dass er nicht gut gelungen ist, sieht es immer noch besser aus als der ohne Donut-Kissen drunter. Was haltet ihr davon? Benutzt ihr auch so Teile? Ich finde es wirklich ganz cool, weil es auch eine Haarschunde-Frisur ist, weil man quasi ja nur die Haare drumlegt und leicht fixiert. Ne? Also Pferdeschwanz okay, wenn man ein gutes Haargummi benutzt, dann ist die Frisur eigentlich wirklich sehr zu empfehlen. Viele von euch werden diesen Trick in Anführungszeichen schon gekannt haben. Bitte macht mich nicht fertig und sagt, oh, das ist ja voll alt. Ich persönlich habe es auch erst seit einem Jahr für mich rausgefunden, dass es sowas gibt. Und ich denke, ja, vielen wird vielleicht dadurch jetzt geholfen. Oh. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, das Video und der neue Hintergrund hat euch gut gefallen. Lasst es mich bitte wissen in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.